Hallo Leute, willkommen zurück zu Live in the Woods. Es geht weiter. Und zwar, ich habe jetzt offscreen mal so ein bisschen bei den Feldern weitergemacht und es sieht schon von hier oben richtig cool aus. Und da ist mir eingefallen, hier gibt es ja was ganz Besonderes. Und zwar, wir suchen uns mal gerade eine Vogelscheuche. Da haben wir sie. Was brauche ich denn dafür? Ein Kürbis und eine Melone. Kürbis und Melone, also Kürbis habe ich gesehen. Ich habe auch ein bisschen Kisten noch umgeräumt. Ich zeige es euch gleich. Habe ich ja gesagt, das mache ich jetzt offscreen, weil es einfach mega langweilig ist, das alles einzusortieren. Hier vorne habe ich jetzt nicht weitergemacht. Aber ich habe jetzt hier hinten waren ja meine Erze drin. Da ist jetzt Rüstung und so drin. So, wir machen das mal eben weg hier. Das ist alles so geblieben. Hier sind die Waffen jetzt, hier das Werkzeug. Dann kommt... Kommen hier jetzt die Erze und dann die ganzen Setzlinge für Bäume. Hier sind die ganzen Samen drin. Okay, da hatte ich... Und die sind... Also eine Kiste nur für die Samen zum Anpflanzen und die ist auch schon fast voll. Ist schon krass. Dann gibt es hier ganz normalen Minecraft Mob-Loot, dann den Tier-Loot. Und jetzt kommt es... nein, da kommt es nicht. Hä? Ach so, das ist eigentlich noch falsch. Weil es gibt, also ich hab mich mal schlau gemacht, was The Vegan Option ist. Resin ist zum Beispiel genau das gleiche, also man kann man genauso nutzen wie ein Slime Ball. Also das ist wirklich selbst, wenn ich Monster töte, gibt es alles, was die looten, ein Gegenstück dazu bei Vegan Option. Und deswegen dachte ich mir, da machst du eine extra Kiste. Zum Beispiel, ich meine, mit Slime Bällen habe ich kein Problem, aber wer weiß, irgendwas anderes, was ich schwer bekomme von den Mobs. Kriege ich vielleicht durch die Vegan Option leichter oder schneller. So, das ist jetzt erstmal so eine Zwischenkiste hier, wo einfach nur Kram drin ist. Das ist auch noch nicht sortiert und hier ja, geht es dann noch weiter rum. Lager will ich aber heute nicht weitermachen. Genau, ich wollte gucken, ob ich denn, also ja genau, einen Kürbis habe ich, aber habe ich auch eine Melone? Ich befürchte fast nicht. Ah ne, Moment. Das sind da Melonenstücke. Das war's? Nein! Das ist blöd. Da müssen wir da hinten dann erstmal ein paar pflanzen. Oder habe ich irgendwo noch eine Melone? Guckt mal bitte mit. Guck mal, jetzt muss ich alles noch einsortieren. Und ich habe auch gesehen, es gibt hier Factory Blocks und Laboratory Blocks. Die sehen allerdings in dem Texture Pack ein bisschen ja, ungewohnt aus, möchte ich mal so sagen. Und hier ist was ganz krasses passiert. Das ist jetzt eine Gneister. Und passt mal auf, wenn ich jetzt hier runterlaufe und das anschaue, dann ändert sich das. Wenn jemand weiß, warum das so ist, woher das kommt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das war nicht meine Absicht. Wobei, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich probiere auch nicht rum. Ich kann mir nur vorstellen, ich habe irgendwas in den Optionen verstellt. Ich bin mal hier in den Optionen drin gewesen. Ich schaue mal hier auf die Tastenbelegung. Da habe ich nur... I gedrückt, es ändert sich aber so jetzt nichts irgendwie. Ich drücke mal I, nochmal I. Keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich geändert habe. Oh, die sind wieder sehr schön gewachsen. Da kommt auch gleich noch was. Da habe ich auch noch was gemacht offscreen. Das ist jetzt eigentlich Pillepalle. Nichts Besonderes. Hatte ich aber auch schon mal angekündigt. Wer es weiß, schreibt schon mal in die Kommentare. Ah, ich kann mir vorstellen, was du gemacht hast. Wobei es Quatsch, weißt du, am Ende, also wenn ihr es dann gesehen habt, dann schreibt ihr, ich weiß, was du gemacht hast. Und dann, ja, ja, hast du geschrieben, nachdem ich es gezeigt habe. Hör auf zu lügen. So, ich habe ein bisschen Erde, aber sonst nichts. So, ja, ist natürlich doof jetzt. Ich hätte gerne die Vogelscheuche gebaut oder mehrere. Ich habe mir überlegt, ich setze die hier so dazwischen. Hier in die Mitte, da in die Mitte, bei dem Eck in die Mitte und da jeweils. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Dann machen wir jetzt hier erstmal ein... Achso, Quatsch. Ich muss ja hier das da pflanzen. Dann natürlich einen Abstand, damit, wenn eins der Felder belegt ist, da auch noch was wachsen kann, ne? So, das sieht eigentlich schon recht cool aus. Hier bei den Tomaten finde ich richtig cool, die verschiedenen Farben. Sieht wirklich aus wie unreife Tomaten. Ja, was ist denn hier los? Kann ich doch gerade mal noch auffüllen. Hä, wieso habe ich... Achso, wahrscheinlich ist da nichts mehr gewachsen. Also es war noch nicht auf 100%. Habe ich noch eine? Ja. Ein Stück. So, hier vorne ist eigentlich alles voll soweit. Voll, voll, voll toll.
Ah, das sieht so cool aus, ne? Wenn das alles dann ausgewachsen ist, wird das mega nice. Aber leider kann ich jetzt echt nicht die blöde Vogelscheuche bauen. Also ich weiß, wie man eine so bauen kann mit Minecraft-Blöcken. Die ist aber dann 3x3 breit. Also im Also, wisst ihr schon, wie ich meine? 3x3. Außenabmaße. Dann ist sie mega hoch. Geht nämlich mit Bannern und so. Vielleicht kennen es einige von euch. So, warte mal. Ich nehme mal hier noch was. Oh, da ist nur Erde drin. Geil. Ich habe noch keine Axt. So, das dauert kurz. Leider keine Anzeige, wie lange das dauert. Also, wie weit die schon eingerissen ist. Oh, nee. Das lasse ich da drin. Da habe ich keinen Bock. Das ist zu viel. Ah, hier können wir noch so ein bisschen Mobblut mitnehmen. Weil ich jetzt weiß, wo die Kiste oben ist. Oh, guck mal, hier habe ich auch noch eine Eisenhacke drin. Krass. Und Eisenerz. Was ist denn hier los? Was man da alles so findet. Ja, und die nehme ich auch noch mit. Jetzt sortiere ich doch schon wieder, weißt du? Ein Changer. Na gut, dann zeige ich euch mal, was ich noch offscreen gemacht habe. Ist nur eine Kleinigkeit. Also ich mache nicht viel offscreen. Habe aber jetzt halt dadurch warten können, dass ich so ein bisschen mehr Garden Soil bekomme. Packen wir mal eben die Samen weg. Was waren das hier? Zwiebelsamen, okay. Da muss ich immer noch ein bisschen überlegen, was wo rein muss hier. Habe ich noch Samen? Ich sehe keine mehr. So, Mob Loot, bitte weg. Nur 12 Spinnenaugen. Finde ich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen wenig. Dafür, dass alles andere so viel da ist. Wobei Knochen waren auch nicht so viel da jetzt. Achso. Nein, Winterkürbis ist voll. Karotten nicht. Gurken auch nicht. Curry Leaf auch nicht. Zwiebeln, Aubergine, Baumwolle. Ja, das wird nicht alles reingehen. Ich habe mir so... Achso, die Truhen habe ich ja gerade abgebaut. So, was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe jetzt 4 Kompostiere hier draußen. Und den muss ich noch vollpacken. Ich glaube, der geht besser, wenn das aufgeteilt ist. Hier sind 12 drin. Wobei, überall sind 12 oder so, ne? Ja, nee, dann ist das, dann macht das keinen Unterschied. Ich dachte, das geht besser, wenn alle 9 Plätze belegt sind. Oh, da ist doch mal was. Nein, gib die Erde her. Ich habe nämlich extra... Warte, wo ist es gewesen? Das sieht man von hier gar nicht, weil der Baum oder die Bäume da im Weg sind. Also der Eingang da unten zu meiner ersten Höhle. Da bin ich einfach mal ein Stück rein und habe ein bisschen Erde gefarmt. Und jetzt finde ich da Erde. Das ist voll gut. Winterkürbis, ist das echt voll? Da oben, das Fach da? Krass. Hey, das kann gar nicht sein. Wieso hat er da nicht eins der leeren genommen? Ah, das ist, glaube ich, so ein blöder Bug. Es ist was leer und trotzdem landet es nicht da drin. Ui, und ich finde fast von der... das jetzt aufgeteilt habe, reicht das Lager nicht mal. Wenn jetzt nämlich hier so Vegan Option ist, dann kommen ja hier noch die ganzen Pflanzen. Oh, ich glaube, das, was man zu Farbe machen kann, werde ich gleich zu Farbe bearbeiten. Das geht nämlich in diese Ecke da hinten. Farbe werden wir ganz viel haben später. Brauchen wir wahrscheinlich auch dann für coole Sachen. Und dann gibt es ja noch die ganzen Fischsachen, Fleischsachen und keine Ahnung. Da habe ich ja nur noch eine Sparte hier. Wer weiß, was ich da jetzt vergessen habe. Wird das dunkel? Nein, ich glaube, es täuscht. Oder doch, da kommt der Mond. Da kommt der Mond. Okay, dann packe ich mir mal ein bisschen Weidenholz, wenn ich noch welche da habe. Natürlich. Und dann machen wir oben noch das Zimmer zu. Das hier, das Schlafzimmer. Ich finde das cool, das geht mit den Fenstern sehr schön auf. Ach komm. Bim, 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 bim. Das ist Klampfen-Erotik. So, und hier hatte ich ja gesagt, kommt dann das Bad rein. Weiß jetzt nur nicht, wie groß. Ist viel zu groß eigentlich. Ich habe schon geguckt, es gibt jetzt nicht irgendwie coole Betten oder so. So, jetzt kann ich auf jeden Fall schlafen. Deswegen habe ich jetzt, bis ich schlafen konnte, das überbrückt, indem ich die Wand gezogen habe. Muss immer gucken, wie man effektiv
arbeitet, ne? Wobei, naja, ich will nicht sagen, ich bin effektiv. Bei weitem nicht. So, nehmen wir noch den restlichen mit raus. Sind auch wieder immerhin 10 Stück. Ach ja, die Kisten wollte ich wegpacken. Die sind aber schon... Ja, perfekt. Sauber, super, super, super gut. Und ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Tage gucken, dass ich mal den Corti wieder mit rankriege hier in der Aufnahme. Vielleicht können wir ja zusammen die Brücke fertig bauen, die er angefangen hat. Dass wir endlich verbunden sind mit einem schönen Weg. Lange keinen Kontakt mehr zu Corti gehabt. Muss sich auf jeden Fall ändern. Gute Corti LP. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ich glaube, da habe ich den verlinkt, oder? Habe ich? Ich hoffe doch. Wäre doof, wenn jetzt nicht. Aber dann, ich habe auf jeden Fall bei mir als in der Kanalinfo rechts an der Seite unter den empfohlenen Kanälen. Da darf er natürlich nicht fehlen. Weiß jetzt auch nicht, wie aktiv er momentan ist. Boah, ich kann ja fast fertig machen. Geil, Alter. Nee, kann ich nicht. Da ist auch noch was. Boah, hör doch mal auf. Wieso ist denn das so viel? Und guckt mal hier, die Eisenhacke. Die ist immer noch ganz. Kann das sein, dass die vielleicht gar keinen Schaden bekommt bei Garden Soil? Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus. Kenne ich mich gar denn aus? Ja, der war flach, ich weiß. Ah, warte mal, das... Na komm, können wir durchlassen. Ist ja eh gleich durch, das Lied. Das finde ich ein bisschen so aufreibend. Nicht ganz so chillig wie die anderen. Na, der Weizen muss mal wachsen. So, wenn jetzt die Spitzhacke nicht kaputt geht, dann weiß ich auch nicht. Dum, 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 dum. Geh doch mal kaputt. Wahrscheinlich geht das wirklich nicht. Die hängt schon ewig da. Wie? Die hat Durability 0? Von 250? Wieso kann ich die dann noch benutzen? Hey, was ist das? Da ist doch was kaputt. Ich bin ja auch nicht irgendwie im Cheat-Mode. Wollen wir ja ganz klar... Alter, wie man sie gar nicht erkennt. Sollen wir... strikt vermeiden. Auch wenn wir die Rechte haben dazu. Oh, da muss man genau hingucken, ne? Oder eine Brille holen. Warte mal, wie viel fehlen denn da noch? Ich nehme mal 9 mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was war das? Ah, Sesam. Sesam Seed Seeds. Finde ich irgendwie komisch. Und die Kerzennussbeeren. Ah, ist da vielleicht denn der Kürbis? Oh, ich hätte mir Eisen. Ja, das habe ich auch noch nicht oben reingepackt. Irgendwie. Das Weizen wächst recht langsam. Alles andere, so vom Pam's Harvestcraft, wächst schneller. Aber Weizen? Typisch Minecraft. Hier habe ich ja noch Platz. Ich weiß nicht, was ich da reinstecken soll. Oh, komm bitte. Sonst muss ich halt. Was ist da passiert? Nein, der schöne Baum. Und den habe ich nicht ganz abgeholzt. Was soll da wachsen? Achso. Gehe ich jetzt aber auch nicht da rein. Kürbis. Also komm hier. Kann man ruhig immer wieder durchgehen mit den 4. Wobei die auch. Selbst die 4 Teile oben, ne, die Komposter, das dauert schon eine Weile, bis die leer sind.
Und wenn unten alles voll ist, dann brauche ich die Komposter dann eigentlich nicht mehr. Also erstmal, aber wer weiß, was noch alles später entdeckt wird. Hä? Was will ich denn an der Kiste? Ich werde garantiert... So, Moment. Ich werde garantiert noch eine richtig große Rundreise mal machen hier um die Map. Ja, mit dem Büchlein hier, das ist ja super. Cordia-P. Die Insel, die gibt es doch gar nicht mehr. Weil ich bin jetzt hier. Das ist ja eigentlich alles abgebaut. Das aktualisiert sich gar nicht. Hier sind ja die Felder von mir. Und hier... Oder soll das... Das sein? Nee, das ist ein Baum oder so. Ja, ist auch egal. Ich würde sagen, an der Stelle bin ich erstmal raus. Boah, sieht das cool aus, ey. Das wird... Hier wird nur so viel passieren. Und vielleicht fangen wir demnächst auch bald mal oben an mit der... Mit der Weidefläche für die ganzen Tiere. Das heißt, ganzen Tiere sind ja nicht so viel. Ich glaube, es sind nicht mehr als sonst. Aber wie gesagt, an der Stelle bin ich erstmal raus. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin bis dahin. Tschüss.